Jede Organisation hat ihre eigenen Strukturen und Prozesse, um besonders gut arbeiten zu können. Was gut arbeiten bedeutet, hängt von der jeweiligen Organisation ab. Also besonders effizient arbeiten, möglichst innovativ oder möglichst einzigartig. Das hängt ganz häufig auch von einem Leitbild oder von der Vision einer Organisation ab. Und ein Teilaspekt davon kann Offenheit sein. Offenheit, wie wir es zum Beispiel aus der Psychologie kennen, wird durch Neugierde und Aufgeschlossenheit definiert. Für eine Organisation bedeutet das entsprechend, eine möglichst aufgeschlossene und innovative Organisation entwickeln zu können. Für Organisationen bedeutet das, weg von Aussagen zu kommen wie Never change a running system oder so haben wir das halt schon immer gemacht. Und stattdessen mehr dahin zu kommen, zu sagen, hinterfragen wir doch mal den Systemstandard. Was jetzt sehr technisch klingt, kann tatsächlich auch technische Infrastrukturen und Tools meinen. Zum Beispiel kann offene Software genutzt werden als Alternative zu kommerziellen Softwareprodukten, um sich unabhängiger zu machen oder um die Software individuellen Bedürfnissen einer Organisation anpassen zu können. Offenheit kann aber auch bedeuten, die Menschen innerhalb und außerhalb einer Organisation zusammenzubringen, um transparent ihr Wissen zu teilen. Zum Beispiel in Communities of Practices oder Wissensteams. Einfach um möglichst vielfältige, spannende Möglichkeiten zusammenzubringen und Anknüpfungspunkte zu finden. Es geht also darum, als Organisation Lernprozesse offen zu gestalten, für sich selbst, für andere oder einfach beides. Solche Praktiken von Offenheit sind aber nicht in jeder Organisation gleichermaßen umsetzbar, weil jede Organisation anders ist. Das heißt, je nach Größe, Rechtsform und auch vorhandenen Ressourcen innerhalb einer Organisation muss geschaut werden, wie der individuelle Rahmen aussieht, innerhalb dem man agieren kann. Also wir schauen pro Organisation, an welchen Stellen Offenheit tatsächlich sinnvoll sein kann und wo vielleicht aus Pragmatismus auch eher darauf verzichtet werden sollte. Sich genau diese Frage zu stellen, nämlich wo Offenheit für eine Organisation sinnvoll einsetzbar ist, ist aber ein ganz zentraler Schritt auf dem Weg für eine Organisation, sich zukunftsfähig aufzustellen, sich zu entwickeln und zu lernen.